Aus meiner Sicht das Buch von Oswald Mühlmann, Die Neugierde auf die unsichtbare Energie, 1977 bis 1986. Trotz vieler Peinlichkeiten und Enttäuschungen hatte mich der kurze Ausflug nach Innsbruck auf die Welt außerhalb unseres Dorfes neugierig gemacht. Die Neugierde speiste sich vor allem aus dem Gefühl des eigenen Unwissens. Ich spürte, dass es noch so viele Dinge gab, von denen ich keine Ahnung hatte. Damit war auch der Wunsch verbunden, nach neuen Erfahrungen Ausschau zu halten. Das Gefühl des eigenen Unwissens kann auf einen Menschen zwei ganz entgegengesetzte Wirkungen haben. Dies hängt davon ab, ob es sich dabei um eine ängstliche oder um eine mutige Person handelt. Den Ängstlichen veranlasst seine Unwissenheit, sich noch fester an das Gewohnte zu klammern. Für den Mutigen ist sie dagegen ein Ansporn, seinen Horizont zu erweitern. Solange es sich nicht um ein Mädchen handelte, kannte mein Mut keine Grenzen. Ich wollte so schnell wie möglich wieder ausbrechen und eine neue Arbeit ausprobieren, die mir aber diesmal Geld einbringen sollte. So suchte ich Kontakt zu Menschen, die sich außerhalb des Dorfes auskannten. Die Gelegenheit dazu ergab sich recht schnell. Zur damaligen Zeit war ich oft mit meinem ehemaligen Schulfreund Hans unterwegs. Mit ihm traf ich mich auch häufig im Gasthaus, wo wir am liebsten über unsere Zukunftspläne sprachen. Hans hatte einen Onkel, der als Postbusfahrer durch ganz Österreich unterwegs war. Er hieß Michael und wirkte auf uns wie ein Mann von Welt. Als Michael erfuhr, dass wir nach einer auswärtigen Beschäftigungsmöglichkeit suchten, versprach er uns, sich umzuhören. Schon eine Woche später bekamen wir von ihm eine Nachricht. Anlässlich der beginnenden Wintersaison waren in Tirol bei Skiliftbetrieben einige Stellen frei. Eine solche Chance bot sich nicht alle Tage. Deshalb stand unser Entschluss fest. Wir wollten sofort nach St. Anton aufbrechen, wo nach Auskunft von Michael besonders dringend Saisonarbeiter gesucht wurden. Diesmal war auch die Hinfahrt unproblematisch. Michael versprach, uns auf seiner nächsten Route dorthin umsonst mitzunehmen. Wir traten die Reise zu dritt an. Neben Hans und mir war noch mein Cousin Alois mit dabei. Hans stieg in Landeck aus, wo sein Onkel Michael wohnte. Mein Cousin und ich reisten gleichzeitig in St. Anton an und bekamen die Jobs. Alois sollte beim Schlepplift den Gästen die Bügel reichen. Ich musste mich zuerst einer kleinen Prüfung unterziehen. Als die Skiliftbetreiber erfuhren, dass ich bis zu meinem Unfall Skirennen gefahren war, besprachen sie sich kurz. Danach bekam ich passende Skischuhe und Skier in die Hand gedrückt und musste mit zwei Skilehrern auf die Bergstation fahren. Von dort ging es im rasanten Tempo bergabwärts. Dabei ließen mich die Skilehrer vorfahren, um mein fahrerisches Können begutachten zu können. Auf der Mittelstation verschwanden die beiden für kurze Zeit hinter dem Gebäude. Als sie zurückkamen, führten sie einen Akia mit sich. Einer von ihnen fragte mich, ob ich damit schon mal gefahren sei. Ich verneinte, meinte aber, es könnte nicht allzu schwer sein. Es käme auf den Versuch an, entgegnete er. Ich übernahm den Platz an den hinteren Griffen und wir fuhren los. Unten angekommen war die Sache klar. Man bot mir an, die ganze Saison als Akia-Fahrer zu arbeiten. Etwas Besseres hätte mir eigentlich nicht passieren können. Das jahrelange Skitraining hatte sich doch irgendwie rentiert. Der Lohn war zwar bescheiden, aber er reichte, um abends in ein Gasthaus zu gehen und sogar ein paar Schillinge zu sparen. So war ich mit dem Angebot sofort einverstanden.